Herzlich willkommen bei den German Music News. Heute geht es um das Überraschungsduett des Jahres. Ex-Pudi-Sänger Dieter Bier meldet sich mit Kerstin Ott und einer neuen Single und einem neuen Album zurück. Dieter Bier, Spitzname Maschine, ist ein Ex-Mitglied der 2016 aufgelösten Rockband Pudis, meldet sich jetzt zurück mit einem neuen Album und auch einer neuen Single. Sein neues Album trägt den Namen Alle Winter wieder. Es ist allerdings kein Weihnachtsalbum, sondern wirklich ein Album für die Jahreszeit Winter. Auf dem treffen sich Besinnlichkeit, winterliche Stimmung, Weihnachtsballaden und noch mehr 12 berührende und dennoch kitschfreie Songs. Er hat jetzt die erste Single angekündigt, die wird am 16., also in 4 Tagen, erscheinen. Besonders interessant, Kerstin Ott ist dabei. Kerstin Ott, eine deutsche Singer-Songwriterin, feierte ihren Durchbruch mit ihrem Album Herzbewohner und vor allem der Single Die immer lacht, die von Stereo Act neu aufgegriffen wurde. Ihr letztes Album trug den Namen Mut zur Katastrophe und erschien im August diesen Jahres. Jetzt haben sich beide Künstler zusammengetan. Wie das genau passiert ist, ist noch nicht klar. Allerdings haben sie beide TV-Weihnachtsshow Weihnachten bei uns mit Kim Fischer in der Stadthalle Zwickau am 6.11. ihren Song prämiert. Der Song trägt den Namen Matrosenweihnacht und wird, wie schon erwähnt, am 16. November erscheinen. Mit dieser ersten Single von seinem neuen Album möchte Maschine sich auf die beziehen, die nicht an der Gemütlichkeit unterm Baum teilhaben können. Zum Beispiel halt eben Matrosen, die sich draußen auf dem Meer befinden. Zusammen mit Kerstin Ott richtet er ihnen einen beschwingten Gruß aus. Und damit nicht einmal genug, denn Kerstin Ott wird außerdem vom 1. Dezember 2018 bis zum 6. Januar 2019 mit Dieter Bier und Prinzenfrontmann Tobias Künzel auf Alle Winter wieder Tournee geben. Dazu könnt ihr hier erkennen, Start ist in Kölpinsee, Strandhotel Seerose, dann geht's nach Schwerin, Berlin und in viele weitere deutsche Städte und endet letztendlich dann am 6.1. in Gera. Die Show Weihnachten bei uns, bei der der Song übrigens Premiere gefeiert hat, wird am 8. Dezember im NDR übertragen. Und das war's von den German Music News. Ja, ihr habt jetzt noch die Möglichkeit, in der Beschreibung nachzugucken und den Song oder auch das Album vorzubestellen bzw. zu kaufen, wenn es schon draußen ist. Beides, also Song, also Single und Album, erscheinen am 16. November. Dazu einfach in die Beschreibung gucken. Wenn die Lyrics für diesen Song draußen sind, werde ich die ebenfalls in die Beschreibung gucken. Danke ich mich für die Aufmerksamkeit und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal bei den German Music News.